Grüße. Hallo. Und, alles in Ordnung? Grüße. Und, alles in Ordnung? Hallo. Tief unter dem Frostgipfelgebirge liegt Orsamar, die größere und stolzere der beiden verbliebenen Zwergenstädte. Die einstige Hauptstadt des unterirdischen Zwergenreiches klammert sich trotz der wachsenden Bedrohung durch die dunkle Brut an die Erinnerung an ihre einstige Größe. Unter den mächtigen Statuen und vergoldeten Hallen, in denen sich die Adelsfamilien an der Politik versuchen, führen die niederen Kasten seit Generationen ein Schattendasein. Und darunter stehst du. Du bist kastenlos. Das schmutzige Geheimnis der sauberen Gesellschaft von Orsamar. Genau wie deine Schwester bist du gezwungen, dich dem brutalen Verbrecher Berat zu verkaufen. Für das übrige Orsamar bist du der lebende Beweis, dass die Kastenlosen ihr Schicksal verdienen. Aber du tust nur, was alle tun. Du versuchst zu überleben.
Ich kann nicht ewig auf dich setzen, Schätzchen. Du hast alles, was man braucht, um einen Mann heiß zu machen. Aber du musst es auch einsetzen. Bitte, Berat, nicht vor meiner Schwester. Warum nicht? Sie weiß doch, wie die Dinge stehen, oder, Schätzchen? Du sagst ziemlich viel, aber das interessiert mich alles einen feuchten Kehricht. Vor mir war deine Schwester nur eine Staubfresserin. Und jetzt sieh sie dir an. Lange Zöpfe, goldverkronte Zähne. Sie rezitiert Elfengedichte und spielt Harfe. Sie ist der Traum jedes Mannes. Sie muss sich nur noch einen Lord angeln, irgendeinen Balg rauspressen, der ihm ähnelt, und schon leben wir alle im Diamantenviertel. Bitte misch dich nicht ein. Du weißt, das nimmt kein gutes Ende. Ich drohe ihr so viel ich will, solange ihr von meinem Teller esst. Du hältst einfach dein Maul und sagst jawohl zu jeder Arbeit, die in meinen Augen niedrig genug für dich ist. Und im Gegenzug staffiere ich dich aus, damit du dir von einem Edelmann einen Braten in die Röhre schieben lassen kannst. Danach seid ihr beide frei und nehmt mich in die Familie auf. Und dann bin ich selbst ein Lord, solange der kleine Prinz lebt. Sowas mögen die Leute. Eine Kastenlose mit einer großen Klappe. Aber leider bin ich nicht zu meiner Belustigung hier. Ich wollte nach meinen Investitionen sehen und ich fürchte, diese hier zahlt sich nicht aus. Ich gebe dir noch eine Woche, Schätzchen. Wenn du bis dahin niemanden findest, fegst du wieder die Straßen. Aber ich habe jemanden kennengelernt. Er schien sehr interessiert an mir zu sein. Dein Freund Lesky wartet draußen. Er weiß, was du heute für mich tun sollst. Und wage es nicht, die Sache zu vermasseln. Die Zukunft deiner Familie steht gerade auf sehr lockerem Sand. Und ich weiß, dass ihr nirgends hin könnt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber das habe ich immer versucht. Wenigstens habe ich dich davor bewahrt, mit dem Ding zwischen deinen Beinen deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich hätte es dir sagen sollen. Berat warnt mich, seit zwei seiner anderen Mädchen auf Lord Harrowmonts Empfang willige Gönner gefunden haben. Sie haben sogar schon Geschenke bekommen. Lord Rooston hat Elsie ein Kleid aus Oberflächenseide geschenkt. Dabei ist sie nicht mal schwanger. Berat verliert langsam die Geduld mit mir. Du kennst die Alternativen. Misthaufen stechen, betteln, die Oberfläche. Nein, wenn du uns nicht alle von der dunklen Brut befreist und ein Paragon wirst, sind wir auf Berat angewiesen. Pass auf dich auf. Bis heute Abend.